Hallo, wir von BeamerShop24 möchten euch heute den BenQ W1400 und den BenQ W1500 vorstellen. Da sich beide Projektoren bis auf ein Feature vollkommen gleichen, haben wir hier nur stellvertretend den BenQ W1500 aufgebaut. Bei beiden Projektoren handelt es sich um 3D Full HD Projektoren. Sie bieten eine Lichtleistung von 2200 Lumen und einen Kontrast von 10.000 zu 1. Bei der 3D-Technologie unterstützen beide Geräte bereits die 144-Hertz-Technologie. Dadurch haben wir den Vorteil, dass wir ein sehr ruhiges 3D-Bild erhalten. Das freut natürlich gerade die 3D-Fans. Wir haben bei den beiden Projektoren jeweils eine 3D-Brille im Lieferumfang. Und ansonsten gibt es die aktuelle 3D-Brille, wie wir sie hier sehen, natürlich auch im optionalen Zubehör. Beide Projektoren bieten zudem die Frame Interpolation, auch Zwischenbildberechnung genannt. Damit bekommen wir gerade bei schnelleren Bewegungen in Filmen, sei es jetzt in Actionfilmen oder auch zum Beispiel mal bei Sport, eine deutlich erhöhte Bewegungsschärfe. Eine weitere Eigenschaft beider Geräte ist die ISF-CCC-Zertifizierung. So haben wir die Möglichkeit, beide Geräte mit einer Kalibrierung nach ISF einstellen zu können, sprich das Farbmanagement darauf auszulegen und dann damit abzuspeichern. So erhalten wir natürlich ein perfektes Bild. Schauen wir uns nun einmal die Anschlüsse des Gerätes an. Beide Geräte verfügen über zwei HDMI-Eingänge, einen Mini-USB-Anschluss, einen VGA-Eingang, eine RS-232-Schnittstelle, einen YV-Anschluss, einen 12-Volt-Trigger-Eingang, einen S-Video- und einen Cinch-Video-Eingang, einen Stereo-Cinch-Eingang und zwei 3,5 mm Klinken-Audio-Anschlüsse, einer davon als Eingang und einer als Ausgang. Beide Projektoren, sowohl der W1400 als auch der W1500, sind, was die Aufstellung angeht, sehr flexibel. Da beide Geräte einen 1,6-fachen Zoom bieten, was man hierzu noch sagen sollte, ist, dass dies für einen DLP-Projektor bereits ein sehr guter Wert ist. Hinzu kommt noch, dass beide Geräte über einen vertikalen Lensshift verfügen, der sich hier oben an der Oberfläche einstellen lässt, unter einer kleinen Klappe versteckt. Und hiermit haben wir natürlich die Möglichkeit, das Bild in der Höhe zu versetzen. Das ist natürlich gerade bei der Deckenmontage sehr angenehm. Apropos Deckenmontage, hierfür würden wir zum Beispiel die Selexon Multicell 1500 Expert empfehlen, da sie einerseits vom Design ganz gut zum Gerät passt und auch in der Lage ist, das Gerät, was schon etwas voluminöser ist, vernünftig aufzunehmen. Eine weitere Eigenschaft, die beide Projektoren gemeinsam haben, ist der 10 Watt Lautsprecher mit dem SRS WoW HD Surround Sound System. So haben wir die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel mal keine Soundanlage zur Verfügung haben, auch schon einen recht voluminösen Sound über den Projektor abzuspielen. Kommen wir nun zur Haupteigenschaft des W1500, die ihn vom W1400 abhebt. Der W1500 bietet die Wireless HDMI-Schnittstelle. Sie ist bereits im Projektor integriert. Das Ganze unterscheidet sich eigentlich fast nur ersichtlich im Lieferumfang, denn da haben wir dann auch einen Wireless HDMI-Transmitter. Der wird dann am DVD-Player oder am AV-Receiver angeschlossen und sendet das Signal vom Transmitter direkt zum Projektor. Das ist natürlich für die Situation sehr praktisch, wenn wir den Projektor so verlegen, dass wir kein Signalkabel an der Decke oder an der Wand entlanglegen können. Schauen wir uns nun einmal das Zubehör beider Projektoren an. Wir haben hier einmal das Netzkabel, die Bedienungsanleitung, die Fernbedienung, Batterien für die Fernbedienung, die angesprochene 3D-Brille und eine Tasche. Zubehör, was nur der W1500 für die Wireless-Anbindung bietet, sind einmal hier der Wireless-Transmitter und die Stromversorgung in Form eines USB-Kabels und des Netzteils sowie mehrere Adapter für unterschiedliche Länder. Als Fazit lässt sich sagen, dass der W1400 und der W1500 wirklich sehr interessante Heimkinogeräte sind, auch schon für gehobenere Heimkino-Fans, wofür die Frame Interpolation und die ISF-Zertifizierung spricht. Und auch gerade für Situationen, wo sich der Projektor etwas umständlich montieren lässt, bietet er dank seiner guten Optik und seines vertikalen Lensshifts sehr praktische Eigenschaften. Wir hoffen, wir konnten Ihnen den BenQ W1400 und den BenQ W1500 etwas näher bringen und würden uns freuen, Sie auch bei unserem nächsten Video erneut begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!